Moin Leute, noch was. Ich wurde gefragt, häufig schon, warum ich bei den Koffern die Medikamente nicht zeigen möchte. Ein Grund dafür war der, dass ich dachte, es werden immer mal wieder Koffer geklaut und Rucksäcke geklaut und irgendwelche Vollpfosten machen da echt so ein, also ich will hier keine Fäkalausdrücke verwenden, aber so einen verdammten Scheiß, dass sie das Leben von anderen Menschen gefährden, dadurch, dass sie da Medikamente entwenden, die vielleicht 10 Minuten später irgendwo gebraucht werden und einem Menschen das Leben retten können. Wer so etwas macht, ist wirklich... Ihr könnt jetzt, füge an dieser Stelle das schlimmste Schimpfwort ein, was du dir vorstellen kannst. Aber sowas geht halt gar nicht. Und das, die Sache ist noch, die Sache ist halt, die, es bringt noch nicht mal was. Also die Medikamente, die da drauf sind, die machen keinen Spaß. Die haben das Potenzial, dich gegebenenfalls umzubringen, oder die haben das Potenzial, dir den Tag richtig hammermäßig zu versauen oder die ganze Woche, den Monat oder das Leben, wenn es irgendwelche Sachen auslöst. Aber die Medikamente, die da drauf sind, sind definitiv nicht unbedingt welche, die Spaß machen, sondern die eher das Potenzial haben, dir echt den Tag zu versauen oder der Person echt den Tag zu versauen, die dort diese Sachen entwendet. Und deshalb auch mein Appell an alle die, die sich vielleicht irgendwie mein Video anschauen und sowas tun würden. Ich hoffe nicht, dass ich überhaupt so Leute unter meinen Abonnenten oder meinen Zuschauern habe, aber ein Appell an doch, lasst es bleiben. Ihr gefährdet damit das Leben von anderen, ihr gefährdet damit euer Leben und es bringt einfach gar nichts. Es ist einfach nur ärgerlich, es verursacht nur Kosten, es ist einfach nur echt scheiße und es ist einfach nur echt voll daneben, unverantwortungslos. Und ich meine, wenn man Assi sein will, dann kann man das gerne anders machen, aber das ist halt voll daneben, genauso wie RTW-Reifen zerstechen, genauso wie andere Sachen, die man alles machen kann. Das ist einfach nur Hammer-Assi. Also mir fehlen da manchmal echt die Worte. Ich finde das sehr schade. Ich finde das sehr schade, dass man auf solche Ideen kommt. Ich weiß nicht, was in diesen Menschen vorgeht. Ich kann mir vorstellen, dass man manchmal einfach nicht denkt, dass man manchmal vielleicht auch gar nicht so gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen. Das ist schade. Aber sowas geht halt irgendwie gar nicht. Ja. Genau, und deshalb habe ich am Anfang vermieden, die Sachen zu zeigen, weil ich dachte, okay, da kommen Leute irgendwie auf blöde Ideen und wollen damit rumexperimentieren. Wenn man es nicht zeigt, ist die Versuchung natürlich umso größer, definitiv. Kann sein, dass ich es demnächst auch mal zeigen werde, aber an sich sind Medikamente ohnehin im Rettungsdienst und auch generell Arztsache. Das bedeutet, auch ich als Rettungssanitäter, auch ein Notfallsanitäter, nur begrenzt, kann eben mit diesen Sachen oder soll mit diesen Sachen umgehen. Kommt natürlich auch darauf an, nach den SOPs, das sind quasi die Richtlinien für alle möglichen Notfallbehandlungen oder auch Medikamenteneinsatz. Aber generell ist das eigentlich eine Sache von einem Arzt und deshalb habe ich auch gedacht, das sollte eigentlich, also ich kann super nachvollziehen, dass das spannend ist. Kein Ding, hätte ich auch spannend gefunden. Aber das habe ich gedacht, hat da einfach nicht so viel verloren. Ich gucke mal in Zukunft, ob ich mal gegebenenfalls was zeigen könnte. Werden wir mal sehen. Aber erstmal so viel, damit ihr wisst, warum ich das nicht gemacht habe und was da so mein Gedanke dahinter war. Okay, ja, das war's. Ich wünsche euch einen super tollen Tag und bis demnächst. Euer Mr. Blue Glove.